viele Parcoursgruppen gibt. Ich will sie alle kennenlernen, auch um neue Arten des Trainings zu kennen. Ich nutze sie auch, um neue Spots zu entdecken oder neue Moves oder um Parcoursgruppen zu vereinen und Anfänger zu motivieren, häufiger zu trainieren und selbst Neues auszuprobieren. Das war das 21. NPC in Lartz. Aber einige der folgenden Sessions habe ich initiiert mit dem Ziel, alles gleichzeitig zu schaffen. Parcoursausflug in Hamburg mit Tim. Er kann auf fast jedem Vorsprung stehen. Wir haben viele neue Spots besucht. Kleines Mini-Video mit Olli. Er begann mit einer kreativen Idee. Karte 16 Training mit den berühmten Lazy Basics. Und ich habe einige hergebracht und trainiert. Wie zum Beispiel Sergei. Neue Spots für Public Meetings. Bergedorf, natürlich mit den Rheinbekern. Und endlich den Langenfeldern. Der ist cool. Trainieren mit den Bahrenfeldern. Und die Flugrolle lernen. Der erste Hamburger Parcours-Camp, der fast abgesagt wurde. Trainieren mit den Rheinbekern, den Rheinbek. Yeah. Fail. Den Rostockern, Hamburgs neue Klettertechnik zeigen, mit denen sie höher kommen. Und wieder in Rheinbek. Und das waren nur die Events, wo ich auch gefilmt habe. Ich würde also sagen, dass ich diese Adventskalendertür eigentlich das ganze Jahr über immer wieder aufgemacht habe. Geschätzt 30 Mal. Heute leider nicht, weil wir haben hier Sturm, Orkan und mir regnet es gerade ganz schön ins Gesicht. Also werde ich es heute mal sein lassen. Stattdessen versuche ich Pascal und Peer am Samstag zum freien Training einzuladen. Ich glaube, da waren die nämlich noch nie.